Ayubuan an alle, heute sind wir da mit unserem Soja-Sambal-Rezept. Dieses Rezept müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, besonders diejenigen, die halt Soja-Fans sind. Es ist wirklich sehr zu empfehlen. Wie in jedem Video von uns benutzen wir heute auch die hausüblichen Gewürze und Zutaten hierzu. Als erstes haben wir hier 100 Gramm Soja-Gulasch, 250 Gramm klein geschnittene Zwiebeln, dann 5 Stück Kardamom, 5 Stück Nelken und 4 Stück Zimt, 3 Teelöffel Chiliflocken, 2 Teelöffel Salz und 2 Teelöffel Zucker, eine halbe Handvoll Curryblätter, eine klein geschnittene Pandanblatt und 2 gehäufte Teelöffel Tamarinde. Bevor wir mit allem anfangen, geben wir 4 Teelöffel Wasser zu der Tamarinde hinzu, damit sich alles mit dem Wasser sich vermischt und gut auflöst. Am Ende soll die Konsistenz so ungefähr aussehen. Danach können wir unser Kardamom, Nelken und Zimt in unserem Mörser zerkleinern. Wenn wir damit fertig sind, gießen wir heißes Wasser über unser Soja-Gulasch, damit es schön einweicht, und noch einen Teelöffel Salz dazu für den Geschmack. Rühren das bisschen, tun einen Deckel drauf und lassen es für 5 Minuten ausruhen. Die 5 Minuten sind vorbei, jetzt können wir unser extra Wasser aus der Soja gründlich auspressen. Wir benutzen hier 2 Bretter, weil es schneller und einfacher ist. Wenn euch diese Methode zu kompliziert ist, könnt ihr auch kaltes Wasser über die heiße Soja gießen, damit es abkühlt, und einfach eure Hand dazu benutzen. So, jetzt müssen wir unsere Sojastücke zerkleinern. Hierzu benutzen wir unsere Mühle, weil es einfacher und schneller geht. Hier nur darauf achten, dass ihr die Mühle nur halb voll macht. Ihr könnt auch gerne die Sojastücke klein schneiden oder mit der Hand zerkleinern. Wichtig ist hier auch, dass ihr darauf achtet, wenn ihr die Mühle benutzt, dass ihr es nur ganz kurz zermahlt, also eine Sekunde ungefähr. Sonst werden die Stücke zu klein. Das soll dann ungefähr, wenn es gemahlen ist, so aussehen. Hier seht ihr einen kleinen Vergleich, wie ungefähr die Stücke groß sein sollen. Als nächstes müssen wir unsere Zwiebeln, Soja und die Curryblätter gut frittieren. Dann bringen wir unser Frittieröl auf den Herd und wenn es soweit ist, können wir mit den Zwiebeln anfangen, das zu frittieren. Das Öl soll jetzt nicht mehr als 160 Grad werden, sonst werden die Zwiebeln sehr schnell dunkel. Deswegen euer Herd in eine niedrige Temperatur halten. Die Zwiebeln sollen jetzt, bis die goldbraunfarbig werden, gut frittiert werden. Von goldbraun bis zu dunkelbraun geht es ganz schnell, deswegen nebenstehen und sobald die Hälfte schon goldbraun sind, einmal alles rausnehmen. So sieht es perfekt aus, dann machen wir weiter mit dem Rest. Mit dem Frittieren von unserer Zwiebel sind wir fertig. Jetzt können wir mit unserer Soja anfangen. Hier dasselbe Prinzip, bis die schön goldbraun farbig werden, frittieren.
So sieht die Soja dann aus, schön goldbraunfarbig und knusprig. So sieht's gut aus und wir machen weiter mit dem Rest. Wenn ihr fertig mit dem Frittieren seid, nehmt ihr eine Pfanne, gebt 3 Esslöffel Olivenöl oder Bratöl dazu. Wenn unser Öl erhitzt ist, geben wir unsere zerkleinerte Kardamom-Nelken- und Zimtmischung dazu und mischen es gut. Hierbei darauf achten, dass wir immer die Hitze bis zum Schluss jetzt auf eine niedrige Stufe halten. Jetzt geben wir unsere Chiliflocken dazu, braten das in eine niedrige Temperatur an. Als nächstes geben wir unser klein geschnittenes Pandanblatt dazu und mischen es auch, lassen es auch gut anbraten, damit gut die Aromen sich vermischen. Und dann kommt unser Salz hinzu. Danach kommt unser Zucker dazu. Das soll dann gut karamellisieren, also schön, bis sich alles karamellisiert und sich vermischt, gut mischen. Als nächstes geben wir unsere Curryblätter dazu. Wir haben hier getrocknete Curryblätter genommen, deswegen haben wir die nicht frittiert. Aber wenn ihr frische nehmt, dann müsst ihr das erstmal unbedingt frittieren und dann wie jetzt zugeben. Wenn alles gut gemischt ist, dann unser Soja dazu und schön alles wieder mischen. Immer nicht vergessen, die Temperatur auf eine niedrige Stufe halten. Und dann gleich im Anschluss unsere Zwiebeln, frittierte, auch hinzugeben, alles gut mischen. Nun können wir unsere letzte Zutat, die Tamarinde, dazugeben. Hier nur darauf achten, bevor ihr das dazu gibt, die Kerne von der Tamarinde rauszunehmen. Wie ihr seht, nehmt es auch eine schöne gute Farbe jetzt, alles gut durchmischen, dann sind wir auch schon fertig. Ja, so einfach ist unsere köstliche Sojasambal zu machen. Probiert es mal selber aus, ist wirklich sehr, sehr lecker. Und sagt uns, wie das war. Dieses Sojasambal könnt ihr sehr gut mit Reis genießen oder auch mit Brot, mit Toastbrot oder halt getoastet. Dieser Sojasambal ist auch lange haltbar, deswegen könnt ihr das auch, wie ihr es gerade seht, wie wir es in einen Glasbehälter aufbewahren und auch später immer wieder genießen. Wenn euch dieses Video gefallen, dann vergiss nicht auf das Gefällt mir-Button zu klicken und uns zu abonnieren. Auf eure Kommentare würden wir auch sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Wiedersehen.